ich fahre dir nach, weil ich ja schon etwas länger im Dienst bin. Also heute Nachmittag wurde hier an der Baustelle Lindenstraße 42 eine offensichtlich Fliegerbombe, Phosphorbombe gefunden, weißer Phosphor, der ja sehr gefährlich ist. Und das hat dazu geführt, dass der Baggerführer sehr, sehr freundlich war und gesagt hat, ich habe eigentlich Feierabend, aber ich kann das nicht von meinem Gewissen verantworten, dass ich jetzt die Bombe wieder zulege und fahre nach Hause und dann passiert was. Also der Baggerführer ist eigentlich der Held des Tages heute. Ja, wir haben also ihm gratuliert dazu und wir hoffen, dass er weiterhin das so macht. Und wir in Ramersdorf sind ja eigentlich Leute, die alle sehr fröhlich und freundlich sind. Und wie gesagt, Ramersdorfer sind alles Gringelste und Gringelste. Das sind Leute, die natürlich fröhlich und lustig sind. Und haben Sie was mitbekommen? Was sind jetzt hier die weiteren Maßnahmen? Wissen Sie da was? Ja, bisher habe ich nur mitbekommen, dass der Kampfmittelräumdienst aus Düren angefordert worden ist. Und wie gesagt, der soll also die Bombe entschärfen. Und ob es eine Evakuierung gibt, weiß man nicht, wird man hören. Die Polizei wird sich entsprechend einbringen. Auch die waren also sehr, sehr freundlich und wir sind glücklich darüber, dass das so gelaufen ist. So, ich bin Jasmin, wohne hier auch in Ramersdorf in der Lindenstraße und ja, wir haben einen Anruf erhalten, dass schräg gegenüber eine Bombe gefunden wurde und ja, da war dann schon mal helle Aufruhr, weil man natürlich nicht weiß, was da jetzt wirklich ist und ob wir evakuiert werden müssen. Dann war halt die Frage, wie schnell kommt das Räumungskommando und ja, alle ein bisschen verrückt gemacht, aber dann hat sich ja am Ende jetzt rausgestellt, dass nur noch ein paar Teile da waren und eigentlich gar keine Gefahr mehr bestand. Das war ja schon ziemlich erleichtert, ne? Ja, schon. Also vor allem, ich glaube, die älteren Leute hier im Dorf sind da echt ganz happy drüber und ja.